ihr schon Bier gehabt? Ja! Die Shanties, die können echt ne Menge vertragen. Ich trink ja nur Bier wegen mein Magen. Hallo, wir sind ja schon mittendrin in der Sendung und singen sein Lied, weil er gleich reinkommt. Marius Müller-Westernhagen, juhu! Außerdem freue ich mich auf den durchgeknallten Benjamin von Stuttgart-Barre, auf die virtuose Musik von Leonard Stannard und auf Lieblingspop von Höchster Eisenbahn. Könnte es noch schöner werden? Nein! Hier in der Kneipe fühle ich mich frei. Und hab ich mein Level, dann werde ich frech. Mm-hmm. Oh. Dann ist mir jeder und jede recht. Marius Müller-Westernhagen! La 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 la. Juhu! La 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 la. Das machen wir jetzt bis zum Schluss. La 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 la. La 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 la. Marius Müller-Westernhagen, ich freu mich! Juhu! Dein Applaus! Sehr gut. Sehr gut. Man denkt, wo soll ich denn hin? Man denkt, das machen wir sofort. Man denkt, ja, leichter Song, aber der ist schon sehr tempoabhängig. Der kann schnell zu langsam oder zu schnell sein und. Na, das ist bei Songs sowieso der Fall. Ganz schwierig. Also ich finde, dass bei Songs das Tempo ist unfassbar wichtig. Komm, wir trinken was. Okay. Marius, du bist zum zweiten Mal da. Du darfst durchrücken. Du bist zum zweiten Mal da. Das heißt, es war nicht so schlimm beim ersten Mal. Ich kann mich an nichts erinnern. Wirklich? Ich glaube, kein Wort. Ich glaube, das ist die einzige Show, wo so getrunken wird wie bei dir. Ja, was trinkst du? Rotwein. Rotwein? Am liebsten guten. Toll, denn Rotwein für Marius. Rotwein schaffe ich nicht, dann bin ich du gleich. Dann, ich nehme Bier. Ja, du hast recht, Frau Müller. Du hast recht. MTV Unplugged, Marius. Juhu! Und was machst du jetzt anders, dass du jetzt nicht die große Rocknummer machst, sondern mehrere Gitarren? Ja, ich hab MTV Unplugged als Herausforderung gesehen, weil ich bin natürlich auch schon in dem Alter, die von den Leuten, die MTV Unplugged am Anfang gesehen haben. Ich auch. Zum Beispiel Nirvana und Kurt Cobain. Ja. Da muss ich sagen, sitzt mir bis heute noch in den Knochen, dir wahrscheinlich auch. Genau. Und alles, was ich gesehen habe in den letzten Jahren, war mehr oder weniger so eine verkappte Best-of-Geschichte. Also da gab es Leute, die haben sich da eine Akustikgitarre umgehängt und das anstatt einer elektrischen Gitarre. Aber im plus Grunde genommen 20 Streicher dazu. Im Grunde genommen haben sie alles genauso gespielt, wie sie sonst auch spielen. Also ich habe das, ich finde, man muss dann mit der Nöte. Jetzt. Na, ich finde, man muss das schon mit der... Man muss es dann auch unterbrechen. Ja, und mit der nötigen akustisch. Ernsthaftigkeit herangehen. Und das war von Anfang an der Ehrgeiz. Und okay. Ich habe immer wieder gesagt, also entweder mache ich das so, wie ich das will, oder ich mache es halt gar nicht, weil ich muss es nicht unbedingt machen. Es macht Spaß, das zu machen, aber dann will ich es auch so machen, wie ich es machen will. Und das der Ehrgeiz wird eher sein, es wieder in diese Seriosität und diese Ernsthaftigkeit, auch musikalische Ernsthaftigkeit, zurückzuholen, so wie das am Anfang war. Du hast irgendwann mal gesagt, mit 67, so alt bist du jetzt voll alt. Ja, voll alt. Ich mag das immer, wenn einer hier in der Bank sitzt, der noch älter ist als ich. Das liebst du, mit ne? 67 hast du gesagt, muss man aufpassen, wenn man jetzt sexy singt, dass es nicht tragisch wird. Weil Mick Jagger zum Beispiel, den findest du manchmal an manchen Stellen schon tragisch, ne? Ich finde das irgendwie nicht. Ja, aber also nicht mehr. Ich habe irgendwann mal gesagt, dass der immer noch so rum. Aber wer bin ich, das zu verurteilen? Das ist eigentlich so die Wut. Weil, solange es dir Spaß macht und du hast die Kraft dazu, warum nicht? War der nicht, als du damals in der Butze gewohnt hast von Uschi Obermeier, ging da nicht Mick Jagger ein und aus?
Na, er war nicht da, aber Uschi war öfter weg. Und als sie wiederkam, sah sie immer aus, als wäre ein Lastwagen über sie rübergefahren. Oh Gott, wie so ein durchgefickter Schwan, oder? Naja. Die war ja so schön. Oh. Die war ja so schön. Aber ich meine, das haben ja nun alle Mädels erlebt, ob das nun Pallenberg war oder wer auch immer, wer sich auf die Stones einlässt. Hast du dich nicht in Uschi verliebt? Das wird anstrengend. In Uschi? Ja. Ja, ich war so ein 18-jähriger Hippie. Ich habe geschrieben für eine Filmproduktion in Köln. Ach so, das war noch und, gar nicht musikalisch. Und ich war halt der mit den langen Haaren. Und dann war Rainer Langhans und Uschi Obermeier schrieben, sie würden jetzt experimentieren mit Super-8-Filmen, was damals alle Hippies gemacht haben. Und ich wurde dann nach München geschickt. Und da habe ich eine Zeit lang mit Uschi und Rainer zusammen gewohnt. Und Uschi lief halt nur nackt rum. Und das war absolut... Hat dich das verstört? Wunderschönes Mädchen. Aber war das verstört? Ich habe nur mit großen Augen geguckt. Morgens saß die von meinem Bett, wenn ich aufwachte, und drehte schon den ersten Joint. Für dich? Ja, der wurde mir dann gleich in den Mund gestellt. So Augen auf... Und dann rein, guten Morgen. Obwohl ich gar kein Raucher bin. Du bist ja gar nicht, Drogen war ja auch nie dein Thema irgendwie, ne? Naja, aber es war mit Gras habe ich versucht, aber das hat mich vollkommen phlegmatisch gemacht. Ja, das macht's ja auch. Also ich Hunger, kann mich erinnern, ich spielte mit meiner Band damals und die spielten das Intro und spielten das Intro nochmal und spielten das Intro nochmal. Ah. Und ich fand das wunderbar, ich brauchte auch keinen Gesang. Also ich habe das mit Bier oder wenn ich vor dem Auftritt Alkohol trinken würde, dann hätte ich nur noch Texthänger. So glaube ich, wäre es auch, wenn ich kiffen würde. Ich, kiff halt ich so muss singen. Ja noch singen. Ja, ach, dann, ich halte dir eine Pappe. Für dich halte ich auch eine Pappe. Da musste ich eh allmählich dran gewöhnen, glaube ich jetzt. Na, das wäre noch nicht gut. Arbeitest du mit Teleprompter eigentlich auf der Bühne? Nur als Kissen. Ich habe es noch nie gebraucht, um ehrlich gesagt. Du findest es ja auch gar nicht. In dem Moment, wo du es brauchen würdest, würdest du ja sagen, ich habe, warte doch mal, natürlich Musik. Natürlich findest du es nicht. Da, warte, ach so, also ja. Ich bin nicht so wie Barbara Streisand, die habe ich gesehen in der Waldbühne in Berlin. Ja. Und die hatte in der Mitte des Publikums eine riesige Leinwand. Geil, aber was ich so abwegig fand, da waren auch die Texte, die zwischendurch zum Publikum gesprochen haben. Wirklich? Die waren da Wort für Wort drauf. How are you? Und jeder konnte sehen. Das ist amerikanisch. Auf der anderen Seite großartig. Bisschen, aber auch amerikanisch. Ja, großartige Sängerin, unfassbar und vor allen Dingen würdevoll. Also es ist nicht so, dass die dann noch wie Madonna im Lied da rumläuft. Ach, du hast mir gerade eine Vorlage gegeben. Die ist dementsprechend gekleidet und die ist einfach fantastisch. Und die singt immer noch und sowas von göttlich, das ist nicht wahr. Ja, Wahnsinn. Machst du noch sehr viel Diät und Sport und sowas, um noch so auszusehen? Ja. Ja, geht ja nicht anders. Also, wenn du auch Diät? Ja. Und hast du gemerkt, dass wenn man älter wird, dass man auch so eine Pocke kriegt? Ich esse, so. Das ist ja hier in Deutschland noch nicht so durchgedrungen, aber ich esse glutenfrei. Es gibt ein Buch, das kann ich jetzt, ich bin fast missionarisch damit, es gibt ein Buch, das heißt im Amerikanischen Brain Grain und im Deutschen heißt Brot macht dumm. Oh. Und es hat in Amerika ein Neurologe geschrieben, der also in diesem Buch beschreibt, was Gluten zum Beispiel, welchen Einfluss die haben auf das Gehirn, was natürlich Sinn macht. Zum Beispiel Gluten, was wir brauchen für Brot und Nudeln und sowas, ist Klebstoff und begünstigt Alzheimer unglaublich. Das ist, weil du, wenn ist du das nachgewiesen oder ja, ist das also wenn du das siehst, denkst du. Aber das hieße ja, dass die Gluten aus meinem Darm in meine Blutbahn gehen und also in meinem Gehirn. Also wenn du Gluten isst, wirst du erstens sehen, dass du Gewicht verlierst und auch kein Gewicht mehr dann zunimmst. Okay, und es gibt hervorragendes Glutenfreies. Wollen wir mal keine Gluten mehr essen? Aber dann müssen wir es zusammen machen. Es gibt hervorragende Pasta glutenfrei, es gibt hervorragendes Brot. Und schmeckt man das, ob was glutenfrei bei ist der oder Pasta, nicht? Also es gibt eine Company in Italien, da schmeckt es absolut nicht. Schmeckt genauso wie normale Pasta. Und ich bin echt der Pasta-Freak. Ach so, ja, spannend. Aber denn, was darf man alles nicht? Keine Nudeln, kein Brot, kein... Das war's schon? Ja, also du solltest vor allen Dingen Carbs mittags essen. Ach so, abends keinen Zucker. Abends keine... Essen oder saufen, kein Brot, ne? Keine Kartoffeln, kein Reis. Abends. Die Wissenschaftler haben ja festgestellt, dass man eigentlich morgens sich betrinken sollte und abends ordentlich essen. Ja, vielleicht sollte man das tun. Ja, das fand ich dann irgendwie so schade, weil wenn du abends isst und dann Alkohol trinkst, dann wird dein Essen nicht verstopft. Aber weißt du, wenn es gesund wäre, wäre ich von morgens bis abends betrunken. Ich auch. Nicht, weil ich finde den Rausch gar nicht so toll. Ich mag das so gern. Nein, das würde ich auch nicht... Also diese Dummtrinkerei, diese Männlichkeitsrituale. War ja auch nie deins.
Nee, die habe ich nicht verstanden, weil du fühlst dich als Scheiße. Und wenn du am nächsten, ich hatte einmal in meinem Leben einen Blackout und guck morgens in den Spiegel, war hier in Hamburg, weil im Onkel Pö war immer montags Markttag. Das heißt, du konntest jedes Getränk trinken für eine Mark. Und dann konnte man sich natürlich zur damaligen Zeit dann auch endlich mal einen Whisky leisten und so und auch mal zwei oder drei. Und ich bin morgens aufgewacht und guck in den Spiegel und hatte so eine Beule am Kopf und ich wusste absolut nicht mehr, wo die herkam. Und seitdem ist das dann auch nicht mehr passiert. Das war, als du hier in Hamburg warst, als ihr in eurer Villa wart, in eurer WG. Da wurde sowieso ein bisschen strenger getrunken. Hast du nur einmal in deinem Leben Blackout gehabt? Ja, nur einmal, ja. Ich habe mehrmals gehabt als junger Kerl, dass du, wenn du vom Bett stehst, dass das Bett immer so vor dir hergeht. Aber ich konnte mich in jedem Fall. Kennt ihr das? Ja, komm, also, das ist doch Jungs. Ich hab, raus. Mein schlimmstes Mal, ich hatte. Du musst im Sitzen schlafen, weißt du das? Du kannst nur im Sitzen schlafen, geht wie anders. Ich hatte einmal in meinem Leben, dass sie mich zu dritt wirklich so tragen mussten und auf die Rücksitzbank geschoben haben, weil wirklich nichts mehr ging. Ich habe auch das Gefühl, ja, aber wenn sie mir nichts anderes getan haben, nee, ist sie ja haben gut. Mir aber irgendwas in mein Getränk getan, weil es konnte nicht sein. Man schob mich also auf die Rückbank und ich lag da und ich merkte, jemand fährt morgens um 7 mit 180 durch Hamburg. Das werde ich nie vergessen. Und ich sagte nur irgendwann, meine Handtasche. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, weil ich war gar nicht mehr bei Sinn. Frau bist. Aber die Handtasche stand noch da, wo sie mich reingeschoben haben, natürlich, weil ich sie nicht genommen habe, mitten auf der Straße in Hamburg mit meinem Leben drin. Das ist eine Frau, wo eine Frau am ehesten dran denkt. Ja, nicht an ihren Mann oder ihren Freund. Nein, Handtasche. Kind, sondern die Handtasche. Es ist Handtasche so. Ist absolut. Und Schuhe, aber die hatte ich an, das habe ich schon geprüft dann. Ja, klar. Du hast eine ganz tolle neue Freundin und die ist auch Musikerin. Ist das für dich neu, mit einer Musikerin zusammen zu sein? Ja. Ist das toll? Ja, sehr inspirierend. Und macht ihr schon auch so zusammen Musik oder dass du mal irgendwie Musik machst? Wir haben einiges, was ich nie gemacht habe, vorher einiges zusammen geschrieben und haben auch mit ihr in New York ein paar Sachen aufgenommen. Und die hat halt eine Qualität, die du nicht so oft findest. Das wirst du wahrscheinlich bei dir auch so sein, dass sobald die vor Menschen singt, dann gehen es einfach zwei Gänge höher. Und ihr lebt ja eine Hälfte Berlin, also Hamburg bist ja weg, unverschämt, ne? Hamburg sagt buh, buh. Und du bist nach Berlin und jetzt halb Kapstadt, halb Berlin. Ja. Und was, wenn du so in Kapstadt bist, was machst du da? Also aufstehen, Sack kratzen, Kaffee machen. Und dann sagst du... Ja, komm, machen wir doch alle. Also, ich meine, macht ihr doch alle, meine ich. So, und dann du sagst hast du, einen Sack? Hello. Nee, aber auch ich mach ja manchmal auch so und denke, ah, herrlich, morgens. Nee, klar, weil der Vorteil ist, wenn du weg bist und bist auf einem anderen Kontinent, hast du mehr Ruhe, weil Leute immer sagen, ja, wo, ruf den mal an, sag, der ist in Afrika. Oh. Ach, da kann man nicht hinrufen. Nee, ja, okay, verstehe. Ich finde da vor allen Dingen Ruhe dann auch zu schreiben. Lebst du in Kapstadt richtig oder lebst du... Ein bisschen außerhalb von Kapstadt. In Paal. Aber, an Müsenberg, nee, wie heißt es denn alles? Will ich nicht sagen. Sandy Bay, no, Platten sag Bay, Blaubech dran. Sag ich nicht. Du wohnst bestimmt im Pal, wo die Weinanbaugebiete sind. Ist komisch, weil ich wollte nie nach Afrika, weil ich so ein Hypochonder war und immer gedacht habe, sobald ich da lande, habe ich alle Krankheiten dieser Welt. Und als ich da hinkam, war es sofort so, dass ich gedacht habe, hier möchtest du gerne einen Teil deines Lebens verbringen. Und was der Unterschied ist, was ich hier nie erlebt habe, ist, du fühlst auf einmal, du fühlst dich als Teil des Universums. Ist ganz, ganz eigenartig. Also das ist ein Ort, der unfassbar spirituell ist. Und am Anfang war ich damit auch total zufrieden. Ich konnte da nicht arbeiten. Ich habe immer Gitarrenkasten aufgemacht und gedacht, ach nee, doch mal einen Kaffee noch trinken und aufs Meer gucken. Und dann hat sich das aber nach einer gewissen Zeit war es dann so. Und was halt gut war für mich, die sozialen Unterschiede sind da sehr viel stärker sichtbar. Mhm. Also du fängst an, wieder mehr politische Songs zu schreiben. Wolfgang Petersen hat dich doch mal gefragt, ob du bei Das Boot mitspielst, ne? Mhm. Wo ja alle mitgespielt haben. Und du hast gesagt, Leute, wenn ich mitspiele, spiele ich die Hauptrolle. Dann hat er gesagt, ja, Marius. Aber du bist leider ein bisschen zu jung für die Hauptrolle. Dann hast du gesagt, ja, denn nicht. Ist das nicht arrogant? Bisschen arrogant. Das ist die Arroganz der Jugend, würde ich mal sagen. Würdest du heute so sagen, hast du es einmal bereut zwischendurch? Nein. Nie?
Nein, warum? Es ist Vergangenheit, es ist Realität. Also da kann ich dir noch andere Geschichten erzählen, die dann noch dramatischer sind, die ich nicht gemacht habe. Erzähl, bei mir ist jedes Geheimnis sicher wie in Abrahams Schoß. Nein, das tut man. Das tut man nicht. Du, wir machen jetzt Musik und danach erzählen wir weiter. Okay. Guck mal, drei Stühle. Drei Meinungen. Das wollen wir bei Musik nicht hoffen. Du bist bestimmt als Chef in der Mitte, ne? Ich hoffe, wir spielen alle die gleiche Nummer, damit das wäre ja furchtbar. Ach, du hast ja mit den Musikern gesprochen. Guck mal, da hinten lugt schon ein Musiker. Ja. Guck mal, Lynn Diewe denkt mit, winkt sie schon rein. Und der Applaus für Musiker Nummer 1 und sein Name ist? Kevin Band. Yay! Historically! He's directly from New York, Kevin. Yes. Hello, this is your guitar. I know a guitar player needs his guitar in his hand, otherwise he cannot think. And Kevin, talk. Für viele Jahre mein Co-Producer auch. Und du musst ja mal einen in der Band haben, der alle anderen nervt. Ne? Womit denn? Womit nervt er denn? Er versteht uns nicht, deswegen. Womit nervt er? Einfach penetrant. Penetrant. Ja, ja. Annoying. Oh Gott. Aber du brauchst ja einen. Alle anderen sind nett in der Band. Holen wir den nächsten netten rein. Applaus für Karl Karlke! Da. Hi in Holland. So macht man es, glaube ich. Karl. Kannst auch den Mund kriegen. Ja. Karl, du siehst toll aus. Danke. Ja, so muss man aussehen. Wirklich ein bisschen Haare gemacht und so. Das ist nicht einfach so nur rauslaufen. Karl achtet auf sich. Super, ja, finde ich wirklich. Und isst du auch glutenfrei? Nee. Sieht aber auch gut aus. Ja, aber der spielt dann auch nicht so lange mit mir. Ach so, man weiß auch nicht, wie sein Gehirn so drauf ist. Ob das nicht schon verklebt ist. Alle, ist glutenfrei, ist gut für die Birne. Kann ja sein. Vielleicht esse ich ja automatisch gar keine Gluten. Ja, merkst es gar nicht. Das bezweifle ich. Das kann sein. Was für ein Stück spielen wir eigentlich? Ich hab jetzt. Also, Ina hat mich jetzt so voll gequatscht. Ihr spielt jetzt geiler als schon, habe ich mir gewünscht. Okay. Und Jungs, enttäuscht mich nicht. Jetzt musst du den Bogen aufhören. 2, 1, 2, 3. Ich brauche kein Geld, ich brauche keine Frau, ich brauche kein Ferrari, kein Bad mit Schaum. Ich brauche auch kein Schloss und keinen Sonnenschein. Muss auch kein Rock'n'Rollstar sein. Ich brauche keinen Whisky und kein Kokain, aber geiler wär's schon, als in der Gosse zu liegen. Ich kann mit dir leben in einem Zimmer mit ner Klo überm Hof und ner Menge Kummer. Ich klag auch nicht, wenn die Kinder schreien. Deine Mutter mich schön schuld, sei ich allein. Es macht mir nichts aus, wieder arbeitslos. Aber geiler wär's schon, wir hätten viel Mut. Du glaub an mich, Schatz, wenn ich in die Seiten dresche. Ich sing den Blues und du machst die Wäsche. Hab mit mir Geduld, ich schreib einen Hit. Wenn ich das bringe, dann nehm ich dich mit, dann trinken wir Shampoos, bis wir verrecken. Und wer es nicht geil findet, der kann uns mal. Shampoos, bis wir verrecken. Und wer das nicht geil findet, der kann uns mal. Da trinken wir Shampoos, bis wir verrecken. Und wer das nicht geil findet, der kann uns mal. Lecken. Schon die
toll sich das anhört mit drei Gitarren. Ihr Säcke. Toll, toll, toll. Wirklich toll. Okay, Leute, wollen wir das den Gitarrenclub auflösen? Und ich würde sagen, ich bleibe hier sitzen und du kommst zu mir hier rauf. Vorne hoch oder über die Bank klettern, sich mit dem Hintern hinsetzen, die Beine über meinen Kopf schleudern und sich dann da runtersetzen. So, du bist noch so sportlich. Eigentlich ja. Ja, toll. Oh. Schick, schick, schick. Suchst du dir das aber immer selber raus, weil das so schick ist? Ja. Weil du das cool findest. Macht dir die dann hier? Nein, ich glaube, das ist ja so eine Sache. Du bist, ich glaube, mit Stil wirst du geboren, das kannst du auch nicht lernen. Das ist einfach so. Ich glaube, Stil kommt ein bisschen aus dem Elternhaus. Na, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, bei meinem Elternhaus. Nee? Aber ich war immer schon verrückt, was das anging. Ich bin als kleiner Junge schon immer selbst losgezogen, um mir Klamotten zu kaufen. Also ich habe mich geweigert, das mit meiner Mutter zu gehen oder mit sonst irgendjemandem. Und in Düsseldorf, die kannten mich auch alle, wenn ich kam. Und ich habe viel auch in der Frauenabteilung gekauft, weil die einfach witzigere Klamotten hatten. Also und ich habe dann immer schon schlank warst wahrscheinlich. Das kam dazu, ja. Hm. Das kam dazu. Was ist dein kostspieligster Besitz? Häuser, schätze ich. Es kommt darauf an, wie du das meinst, ideell oder Natürlich materiell. Natürlich materiell. Ja. Ideell weiß ich, du bist bis Oberkante, weiß Unterkante ich voll. Also ich hab wirklich ein Problem, dass ich Dinge in meinem Leben mir leisten konnte, die ich mir hab nie vorstellen können. Und mir das einfach auch bis heute nicht vorstellen kann. Also wenn du zum Beispiel ein Haus hast, ich hatte nie in meinem Leben das Gefühl, dieses Haus gehört mir. Ich habe keine Beziehung in dem Sinne zu Besitz, was ganz gut ist, weil ich auch jederzeit ohne das wieder leben könnte. Sicher nicht ohne Schwierigkeiten, weil du gewöhnst dich an ein gewisses Level von Annehmlichkeiten und Luxus. Aber es ist jetzt nicht so, dass das für mich der Lebensinhalt ist, dass es für mich lebenswichtig ist. Aber geiler ist schon. Geiler ist schon, genau. Kannst du dir vorstellen, noch mal Vater zu werden? Oh Gott, wie spannend. Wieso habe ich das denn nicht gefragt? Du hast ja wieder Sex. Stimmt. Könntest du dir das vorstellen? Oh, bestimmt. Und dann bist du so einer, der dann in drei Jahren... Und dann bist du so einer, der in drei Jahren dann sagt, erst jetzt weiß ich, was also ich heißt muss ja ganz, und wie toll ich muss, das ich ist. Muss dir ja ganz ehrlich sagen, also heute Kinder in die Welt zu setzen, das ist eine Riesenverantwortung. Haben sie immer alle... Es nein, wurde ich würde... Immer, also wenn, es, die wenn, Zeit war immer schlecht. Nein, wenn überhaupt, würde ich eher ein Kind adoptieren, also ein Kind, was keine Chance hat, in diesem Leben wirklich ein vernünftiges Leben zu führen. Ansonsten nicht. Und außerdem ist Lindys Schwester Sani hat eine Tochter und wir sind praktisch die zweiten Eltern. Ja, das ist auch gut. Dann kann man auch wieder wegfahren. Ja, ach, ja. Guck mal, das ist toll. Hast du Haustiere eigentlich? Nein. Ich liebe Katzen abgöttisch. Du bist ein Katzenmensch? Ja, ich bin ein Katzenmensch. Es ist so unfassbar, Katzen zu beobachten, wie relaxed die sind. Und die haben einfach ihren eigenen Kopf. Und ich hatte... Das ist lange, lange, lange her. Ich hatte 11 Jahre eine Katze und musste sie dann abgeben, weil ich allergisch bin auf Katzenhaare. Und dann hat der Arzt gesagt, also entweder geben Sie Ihren Beruf auf oder Sie müssen die Katze weggeben. Und das war schrecklich. Ja, war das gar nicht die Katze, sondern damals schon die Gluten. Ja. Oder Katzengluten. Ich bin ja nicht auf Gluten allergisch, aber Gluten sind grundsätzlich schlecht. Ich schick dir das Buch. Ja, bitte, mach es. Und dann leg eine Eintrittskarte für die Tour dabei, nicht vergessen. Ja, dann kriegst du sowieso. Wenn du willst, kriegst du auch einen Pass. So, glaubst du... Glaubst du, dass Katzen... Kost mich ja nichts. Glaubst du, ihm muss ab... Glaubst du nicht, dass Katzen zum Beispiel eigentlich eher doof sind? Ich finde ja, Katzen wollen eigentlich fressen und ihre Ruhe haben. Und es wird immer ja, so viel wollen, rein... Das wollen Hunde ja auch. Nein, Hunde gucken den Menschen in die Augen und das ist... Ja, Hunde sind unterwürfig. Und ich habe, das war nie mein Fable, mit Menschen zusammen zu sein, auch nicht, die unterwürfig sind. Ich mochte auch nie Menschen, die sich mir... anbieten. Also naja. Das mochte ich nie, weil ich mir also für mich war es immer wichtiger, Menschen zu überzeugen, Menschen zu erobern. Wir reden jetzt eigentlich von Frauen, um ehrlich zu sein. Okay. Ja, so Groupies war noch nie dein Ding, ne? Wenn einer sagt, oh Gott, ich bin so Fan, dann war für dich schon. Nein. Ganz gut eigentlich. Ist dir viel, alle Geschlechtskrankheiten erspart geblieben durch sowas.
Um was beneidest du 18-jährige Jungs? Auch eine schöne Frage. Alle besser als meine Fragen, das gibt's doch nicht. Unverschämt. Aber das ist, also darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Aber irgendwie will man heute noch mal 18 sein? Mit dem ganzen Scheiß? Nee. Guck mal, wenn die Jungs, die kurz vorm Abnibbeln sind, wenn die schon sagen... Ich alle schon gesehen haben und gehört haben. Was ist denn, wenn ihr 18 sein könntet mit dem Wissen von heute? Ja, das wäre vielleicht. Ja? Das wäre eher was, ne? Also wir beneiden die 18-Jährigen nicht. Ich will ja auch immer mitantworten, weil ich ja nicht... Du auch nicht. Manchmal, wenn ich morgens so aufstehe und so vorm Spiegel stehe und mir die Zähne putze und denke, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bei mir hat das Spiegelbild nie gefallen, weder mit 18 noch mit 30 noch heute. Aber das ist so, dann denke ich manchmal, oh, alter Schwede, nochmal 18 werden, aber alles andere glaube ich auch nicht. Alte Schwedin. Ja, alte Schwedin, denke ich dann. So, jetzt würde ich mal den Wein probieren. Oh Gott, Rotwein. Prost, Prost, Jungs. Prost, Leute. Und eine letzte Frage machen wir, bevor wir gleich Musik hören. Und ich freue mich so auf die Musik. Ist es als alter Sack nicht auch anstrengend, so eine junge, schöne Frau zu haben? Okay, hier steht nicht ganz so hart. Hier steht... Hier steht es fast so. Aber die Frage soll, läuft darauf hinaus. Anstrengend ist das schon, ja. Ja, weil man muss schon dann wieder auch einen Tick schneller gehen wieder und so. Da habe ich ja Gott sei Dank... Also ich habe ja das Glück, dass ich mein Alter nicht so spüre bisher, Gott sei Dank, weil ich halt auch sehr viel tue und vielleicht auch von dem Gen begünstigt bin. Bevor noch mehr fiese Fragen kommen, sind wir damit fertig und ich würde gerne unseren nächsten Gast, der so toll singt und so schön Musik macht, begrüßen. Bitte begrüßen wir mir Leo Stenner! Is part of this chain, and I'm lining out heaven to this average kind of man I wanna be, cause I am part of this game. And I try to let you know what I know, but I know you. We can dive so deep, so you're never gonna see, and leaving no real sign or a trace. Being swallowed in the sea, and I was getting not to breathe now, but nothing's really sparking a change. And I try to let you know what I know, but I know you. Go live your life in your own way. Don't stand and watch how he behaves. I told you to go there. Go live your life in your own way. I can't stand to watch how he behaves. I told you to go there. But why aim low when the world is all yours? Break away and just get out of this cage. Oh, be free now, you're never gonna see how your life is really going if you stay this way. And I try to let you know what I know, but I know you. Go live your life in your own way. Don't stand and watch how he behaves. I told you to go there. Go live your life in your own way. I can't stand to watch how he behaves. I told you to go there. Oh, lying so low in the layers of dust, and the cold there seeps through cracks that you must not see. This life is all that you know.
lion gets tough in his exing grace, and your love is not real, but now you'll never really see. But you don't got to break eventually. Go live your life in your own way. Don't stand and watch how he behaves. I told you, don't go there. Go live your life in your own way. I can't stand to watch how he behaves. I told you, don't go there. So we come from this sleep. Leo Stenner! Und wir holen den nächsten Gast rein. Auf den man sich echt freuen kann, ist der Sohn vom Pastor Mann. Und dass er heute überhaupt hier sein kann, verdingt er nicht nur seinen Brüdern, ey Mann. Da hatte Udo seine Finger im Spiel. Er wollte einfach immer viel, viel zu viel. Der nächste Gast, auf den man sich echt freuen kann, ist der Sohn vom Pastor Mann. Und er lebt, 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 lebt. Schöner wird's nicht. Ich bin nass. Ja, ich auch nass. Das ist ja toll. Würdest du das bei meinem 60. Geburtstag, Halleluja, als es dazu kommt? Das ist ja großartig. Darf ich irgendjemandem das geben? Egal, da. Hey, Marius. Du bist schon vollkommen außer Atem, oder was? Ich bin außer Atem. Emotional schon vollkommen geschafft. Sitzt man erst hinterm Tresen oder gleich drauf? Oder? Komm doch erst mal rein. Ja, bisschen schwer, weil du schon so voll betrunken bist. Überhaupt nicht. Nee, oder? Hast du gesehen, dass ich dreimal da dran gelitten habe? Das ist von Marius. Das ist von Marius. Das ist immer gestartet. Noch mein erstes Glas hier. Ich weiß, du machst so Showtrinken, aber Ina habe ich ein anderes Gefühl. Ja. Sag mal, du bist ja, kann man eigentlich sagen, trockener Alkoholiker? Wenn einem das Spaß macht, ja. Wenn man so auf den Gefühlen seiner Gäste gleich zu Beginn rumtrampeln. Ist es so, bist du empfindlich? Alkohol. Ja, aber deswegen frage ich nicht, was du trinkst, sondern du trinkst Wasser, ne? Ich trinke alkoholfreies Wasser, das, ja, ist toll. Und ich habe aber 7 verschiedene für dich gekauft. Ja. Also Mondwasser, was haben wir das alles von da? Das ist von Nena immer, Mondwasser, genau. Frau Müller, guck mal, wir haben Mondwasser, Fidschi-Wasser. Fidschi-Wasser hat die schlechteste CO2-Bilanz, das nehme ich. Das hier? Ja. Marius, würdest du auf deinen sehr knackigen 67-jährigen Hintern dich einmal umdrehen und dort dein Gebein rüberschleudern? Ich gehe mittig und du kommst hier rein. Sehr gerne, ja. Jagt mich den ganzen Abend durch die Gegend. Ach komm, du kannst es ja noch. Ich habe etwas vorbereitet natürlich. Natürlich. Eine kleine Kladde. Guck da nicht schon so rein. Nein, ich würde gerne, dass wir eigentlich die Bierdeckel, die von Marius übergeblieben sind, dass du mir die Fragen stellst. Wäre das lustig? Das ist so Cross-Mapping. Die Frage ist, also, wäre das wirklich lustig? Ja. Das ist das Prinzip Cross-Mapping, also mit der U-Bahn-Karte Londons durch den Harz wandern. Okay. Kann ich sehr empfehlen. Meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe. Benjamin. Ja. Ich möchte einmal kurz sagen, mein Lieblings-Pop-Literat, kannst du es noch hören? In der Zeit, als es keinen Pop-Literaten eigentlich so gab, fingst du an, ich habe von dir gelesen, fiese Kritiken in der SZ, ich habe dein deutsches Theater gelesen, ich habe ganz, dein erstes Buch, was auch verfilmt wurde, sag sofort. Das Parfüm. Nein, hör auf, verarsch mich nicht. Entschuldigung, es fällt mir nur einfach jetzt gar nicht ein. Soloalbum, Mano! Also Soloalbum, Buch, dann noch ganz viele Bücher geschrieben, deutsches Theater geschrieben, aber jetzt Panikherz geschrieben. Hat das eigentlich die größte Aufmerksamkeit gerade? Hatten all die anderen Bücher auch so eine Art von Aufmerksamkeit? Soloalbum auch? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich habe ja dann auch ein paar Jahre, das ist immer sehr geschickt, ein paar Jahre Pause machen.
Du hast also nicht mit Absicht, manchmal aber zwei Bücher im Jahr geschrieben. Genau, und dann aber kurz einfach mal 10 Jahre sagen, so, ich hänge jetzt kurz ein bisschen durch. Das ist natürlich, wird dann mit Aufmerksamkeit belohnt. Aber man kann sagen, in einem Pastorenhaushalt aufgewachsen, nie studiert und irgendwann gesagt, ich werde jetzt Journalist, ohne studiert zu haben. Und dann mache ich Terrorjournalismus, indem ich große Sänger wie Marius Müller, Westernhagen im Rolling Stone so runterschreibe. Oder Udo auch. Udo? Ja, Udo eigentlich. Ja, Udo, Mario. Ja. Naja, Marius kann ich nur mal ganz kurz. Ja, ja, Udo, etwas auch, ja Udo auch. Marius, recht. Hast du geschrieben, immer noch Rolling Stone Westernhagen sich durch seine postpubertären Texte. Immer noch findet er es gut, Honey und Money Verse zu vertonen und ab und zu hü, hü, zu jauchzen. Ja, das ist enttäuschte Liebe. Und ist das, es so? Ja, und dann ist natürlich akute 20-Jährigkeit, dass man sagt, jetzt muss ich erstmal das, was ich liebe, kaputt machen. Also das ist ja griechische Mythologie. Das ist aber auch die Arroganz und die Respektlosigkeit der Jugend. Muss auch sein. Ich finde die absolut richtig. Also sonst ist du musst die Denkmäler anpissen. Ja, ja. Absolut. Genau. Also sonst. Aber wenn du selber das Denkmal bist. Na, das ist egal, aber sonst geht es ja nicht weiter. Ich meine, das ist ja. Das ist evolutiv ja wichtig. Ja, absolut. Du bist ja geboren in einem sehr konservativ, in einem Pastorenhaushalt. Konservativ? Bist du nicht? Muss jetzt nicht unbedingt konservativ sein. In einem Öko, Entschuldigung, es war gar nicht konservativ. Deine Eltern waren Ökos, Müslis, Ökos. Die ersten Ökos Deutschland, glaube ich, ja, kann man sagen. Die ersten? Hatte ich das Gefühl, also so auf dem Schulhof war das so das Gefühl, das mir mitgeteilt wurde. Und Papa war Pastor und Mama war Chorleiterin. Ja. Und ihr musstet als Kinder, das habe ich mir aufgeschrieben, immer Eselverstärker sein. Ja. Wenn die Mutter den Chor geleitet hat. Das ist das würdeloseste Amt. Also du musst natürlich alles mitmachen, das gesamte Kirchenjahr. Wir mussten uns verstecken hinter denen, die den Esel spielten, mussten wir hinter denen hocken und für die mitsingen. Eselverstärker. Verstehe, das heißt, die Mutter wollte ihre... Also, dass man danach ins Licht will, ist ja irgendwie klar, oder? Wie viele Geschwister hattet ihr? Wir sind 4. Du bist die Kleinste. Die Kleinste. Glaubst du denn heute noch an Gott eigentlich, wenn du so doch eigentlich sehr christlich, ihr wurdet schon christlich erzogen, Papa hat gebetet am Tisch und in die Kirche gehen und... Morgens immer die Losungen verlesen. Also, du kommst da so runter und denkst, oh fuck, ich muss noch Physik abschreiben, hab einen neuen Pickel und so Teenager-Sorgen halt, ne? Maja mit dem Benetton-Pullover, wird sie mich heute grüßen und so. Das ist so dein... Und was hat er gelesen? Und dann ist es so aufgeklappt, ernst, Jesaja 15 schreibt. Und dann kommt ja immer so ein Downer. Dann kommt ja nicht, enjoy, have a good time, wird ein geiler Tag oder so. Sondern kommt ja ihr, die ihr aber beladen seid, oh fuck. Und Gott aber, immer aber morgens. Also, und oh fuck. Aber schon, und was ist denn das für eine Haltung? Hast du schon ja? Oh fuck auch gesagt dann da? Nein. Dann über das Wort verfügte ich nicht. Ach so. Oder ich meine, hast du schon gesagt, oh Papa nervt oder so? Nein, das war natürlich da ganz, ganz. Aber er war falsch. Doch so öko, waren die denn nicht auch sehr anti-autoritär? Interessanterweise nicht. Wie geht das denn? Naja, Öko-Stalinismus. Ach so. Nein, so? Ich habe hinreißende noch Eltern, die sind... Pulli, aber nein, trotzdem das Backpfeifen. Ja alles, das ist doch auch nötig. Also egal, welches Angebot die Eltern machen. Ich habe das damals doof gefunden, dass sie nicht mit uns nach Mallorca gefahren sind. Und mein Vater, wie die anderen Väter, was ich dachte, das ist toll, eine tolle Kindheit, wenn er die ganze Zeit im Unterhemd mit Bierdose Sportschau guckt. Heute weiß ich, das ist eigentlich eine ganz schöne Welt, die meine Eltern mir eröffnet haben. Denn... Mallorca war inzwischen mal. Du, durch deine eigentlich sehr nervös seiende Art, ne, hast du irgendwann gedacht, oh Gott, wie kann ich ruhig werden? Ich kann nicht mehr. Ich will dünn sein. Du warst ja sehr früh essgestört und sehr nervös immer. Und hast gedacht, oh, man könnte ja koksen, dann wird es besser. Ja, komischerweise hat mich das beruhigt. Koksen? Ja. Weil du ADHS hast wahrscheinlich. Es ist so ein Erklärmodell, dass Sachen paradox wirken. Also was macht das, wo andere dann so irre anfangen zu erzählen und so, ich werde dann so ganz in mich gekehrt. Und wirklich? Mhm. Wenn man denn irgendwo sitzt und sagt, ich glaube, ich guck's mal, woher kriegt man denn dann eigentlich eine Telefonnummer? Ich wüsste jetzt gar nicht, genau, ob ich genau jetzt so morgen zu Hause sitze und sage, ich glaube, ich mal guck's, wen rufe ich denn an? Ich würde nicht mal irgendeine Nummer kennen, wo ich sage, der geben. Ist doch so einer. Das Problem ist, ich bin jetzt schon ein bisschen länger da raus und die wechseln natürlich oft die Nummer. Das ist, Aber du, deine erste Nummer, wer hat dir die... Also war, Tipp wer, Nummer 1, wenn jetzt einfach es darum geht, dass man die Jugend anleitet. Ist nee, eben nicht, aber ich finde... Doch, klar.
sich ein schön schlechtes Umfeld suchen. Ne? Also das da ist immer enorm. Einer. Ja, raus. Und war es so geil, wie du gedacht hast, dass es geil ist zu koksen? Ja, so am Ende ist es halt, also man muss halt dann immer vorspulen, ist in meinem Fall einfach Klinik, Ende. Ja, ja. So. War immer zu viel dann irgendwann. Und du hattest ja auch so eine extreme Bulimie, weil du dich immer zu dick gefühlt hast. Genau. Ich dachte immer, es wäre voll das Mädchending. Ja, war natürlich ideal zum Beispiel in der Klinik nur mit Frauen. Toll. Schöne Aber wenn Zeit. Man die ganze Zeit so um die Wette Sommer. Kotzt, ist das dann noch sexy? Also verliebt man sich dann auch noch? Ja, ja. Ja. Küss mich, ne? Ich gehe noch kurz kotzen. Ja, ist doch nett, da hat man ein Thema. Ja. Ist es kurz Mundspülung, so? Weiter wirklich? Geht's. So gehen die damit um. Ja. Und dann warst du so dünn, dass du in die Klinik musstest. Ja. Das war aber vor Koks. Ja, Kokain habe ich danach gedacht, das ist eigentlich die Lösung. Mal bessere Laune und hat keinen Hunger mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und war keiner da, der sagte, jetzt reiß dich mal zusammen. Doch, aber die werden natürlich komplett zur Seite. Die sind alle doof, die waren alle doof. Wieder Marius. Wahrscheinlich schon wieder Marius im Spiel. Ist echt gutes Casting heute. Marius hat mich 2005, als ich so kurz vorm Finale war, haben wir uns getroffen, du hast irgendeinen Preis gekriegt in Baden-Baden. Lebenswerk wahrscheinlich. SWR, wahrscheinlich irgendein Lebenswerk-Ding. Die kriegst du dann automatisch. Ich habe irgendwie eher nicht so ein Lebenswerk, ich habe da irgendwie auch so, keine Ahnung, was ich da schon wieder gemacht habe. Und bin auf Marius zu und habe ihm alles erzählt, wie leid mir das tut, dass ich ihn früher so verrissen habe, dass er der Größte ist und so weiter. Und dass ich so toll finde, wie er dieses Wort Kokain singt in Geiler ist schon, wie vorhin gehört. Und Marius hat mich nur so angeguckt und hat gesagt, sag mal, Benjamin, geht's dir eigentlich gut? Und dann habe ich gedacht, oh fuck, der weiß alles. Ne? Das ist so eine Frage, die wollte ich auf keinen Fall hören, denn die war ernst gemeint. Das war nicht einfach so, hey, wie geht's, schönen Tag noch oder so, sondern der hat mich angeguckt, hat gesehen, mir geht's nicht gut und das war ein sehr höfliches Gesprächsangebot. Du warst schön runtergehungert, für dich sehr schlank und nee, ich sah komplett verrückt aus, komplett drogenabhängig, betrunken, alles Mögliche und bin dann weggelaufen. Und Marius hat mir danach eine Mail geschrieben, gesagt, schmeiß dich nicht weg und so wahnsinnig rührend. Und ja, das willst du. Du bist so wertvoll dafür. Ja, und das willst du natürlich nicht hören. Ne? Also diese Weckrufe der Realität, auch Familie und richtige Freunde, das stört. Und dann war er doof. Und dann haut man ab. Hat, fandst du ihn dann man doof? Schämt sich dann und dann schnell löschen, weitermachen hier. Oh so. Gott. Du bist jetzt seit 10 Jahren clean und du bist sogar Papa geworden in der Zwischenzeit. Das stimmt, ja. Und der Sohn heißt John nach John Lennon. John Lennon, Johnny Thunders und Johnny Walker. Gott, wer hat auch so? Ach, really. Gibt's nicht bei Udo noch irgendeinen John? Klar, Johnny Controlletti. So. Alle Johnnies dabei. Toll. Johnnies. Gehst du mit ihm dann so auf den Spielplatz und sagst, ja, aber auch nur so unter Show-Gesichtspunkten, ne? Also um Material zu sammeln auch da wieder, ne? Und dann hast du natürlich da in Berlin diesen Wall of Latte Macchiato von diesen Müttern. Und dann ist immer, wir haben uns drauf geeinigt. Oh, fuck. Wir haben uns drauf geeinigt und so. Ne? Und da hast du die Sätze halt raus. Und dann ist das so interessiert. Wirklich, mein Sohn reagiert sehr, sehr interessant da. Der sitzt dann so ganz rührend auf so einer Raupe oder so. Mit Helm. Und ich, John, du musst auch mal so machen. Und er sagt, Papa, du musst ja auch sehr aufpassen. Das ist ja auch sehr gefährlich. Ja. Und dann das ist eigentlich toll. Es ist so lustig. Die Erziehung durch meinen Sohn läuft. Er ist quasi das Gegenteil wirklich. Ja, das ist natürlich gut. Du bist eigentlich das Kind geblieben. Und ich habe einen tollen Trick gegen Eltern. Das kann ich sehr empfehlen für zu Hause auch. Als ich mir dann eine Zigarette angezündet habe, dass wir in der Kita nur ganz wenig rauchen, finde ich auch okay. Ne? Aber also auf dem Spielplatz, komm her. Also draußen und so, was soll. Und wir haben uns drauf geeinigt, dass wir hier nicht rauchen. Auf dem Spielplatz? Ja, natürlich. Open Air. Und dann bin ich zu Mr. Minute gegangen und habe so 6 Messingschilder fertigen lassen. So, wie so Klingelschilder. Gestiftet von Bushido und Benjamin von Stuttgart Barre. Nachts mit dem Akkuschrauber auf den Spielplatz und an die entscheidenden Spielgeräte. So. Und am nächsten Tag schon morgens da gesessen, gedacht, oh, hoffentlich kommen die Mütter, die sich geeinigt haben. Ich kann gar nicht. So. Und dann, wir haben uns darauf geeinigt. So, hey, ist mir wahnsinnig unangenehm. Ich wollte das auch nie so irgendwie rausgehen. So, aber kannst du ja mal auf die Wippe gucken, wo die kleine
Chantal. Oh. Ja, nun, wer hat's bezahlt? Einer muss es ja auch bezahlen. Das ist mir ja sehr unangenehm und so. Seitdem darf ich mir eigentlich einen Schuss setzen da im Hexenhaus. Oh Gott, ist das lustig, Hexenhaus. Ja, natürlich. Wollen wir singen? Klar wollen wir singen. Wir wollen doch alle singen. Wir wollen alle ins Meer und wir wollen alle. Singst du jetzt? Ja, wir singen jetzt natürlich ein Lied von dir, was. Du singst jetzt? Was sich eigentlich lustigerweise so ergeben hat, ne? Ja, es hat sich so ergeben und weil wir beide so dolle Fans sind, es ist ein Marius-Lied. Und wir können sogar auswendig die Ansage auf der ersten Live-Platte machen. Du kannst die. Weißt du die auch noch? Gottes Willen. Kannst du musst du dich hier raufsetzen, weil dann kannst du, dann können wir dir ein Mikro geben, wenn du Bock hast. Also okay. Ich zitiere Marius Müller-Westernhang aus der Dortmunder Westfalenhalle, weißt du, ist die anders? 1989. So, alle Nicht-Alkoholiker, bitte den Saal verlassen jetzt. Jugendliche unter 18 Jahren, schwangere Frauen, jetzt kommen die scharfen Sachen. Deine Worte. Ist dein Ernst? Mein Ernst. Johnny Walker, jetzt bist du wieder da. Johnny Walker, ich teile dich gleich in Bar. Johnny Walker, du hast mich nie enttäuscht. Johnny, du bist mein bester Freund. Können wir zwei, drei haben? Johnny Walker, immer braun gebrannt. Johnny Walker, mit dem Rücken an die Wand. Johnny Walker, komm, gieß dich noch mal ein. Nee, zahlt sie nicht. Johnny, lass 13 gerade sein. Ich hab's versucht, ich komme ohne dich nicht aus. Wozu auch, du gefällst mir. Ja, ja. Kein Mensch hört mir so gut zu wie du. Oh Johnny, du lachst mich auch nie aus. Danach kommt Freiheit. Johnny Walker, ich glaub nicht an den Quatsch. Johnny Walker, du wärst ne Teufelsfratz. Johnny Walker, von mir aus röste mich. Und Johnny, jetzt alle! Ich hab's versucht, ich komme ohne dich nicht aus. Wozu auch? Du fällst mir ja. Ja! Sagt Marius dann. Kein Mensch hört mir so gut zu wie du. Ach, scheißegal. Johnny, du lachst mich auch nie aus. Bam, bam, bam. Johnny Walker, la 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 la. Das könnt ihr alle, kommt. Da, dum, dum, dum. Johnny Walker, la 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 la. Alles egal. Sei Moment. Johnny Walker, du hast mich nie enttäuscht. Johnny, du bist mein bester Freund. Johnny, du bist mein bester Freund. Zweimal noch für euch jetzt hier, sagt Marius. Johnny, du bist mein bester Freund. Zweimal noch, kommt jetzt ihr jetzt. Johnny, du bist mein bester Freund. Hey, wie war's schon ganz toll? Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Die Ansagen waren Original-Live-Platte. Wow. Das ist natürlich Weltkulturerbe, dieses Lied. Und das Tolle für mich, es hat einen Tonumfang von drei etwa. Drei Töne. Tonumfang, der sehr angenehm ist. Nein, es ist einfach ein geiler Song. Oh, es ist ein Riesensong. Ein riesengeiler Song. Hört auf, jetzt, ich bin beschämt. Ja, ist jetzt auch gut, hast du auch recht. Es reicht jetzt. Immer das letzte Lied bei deinen Konzerten, ne? Komm mal hier hoch, bitte.
Diesen Satz zähle ich auch abends etwas ungern, aber ja, gut. Ja, ich muss jetzt mal streng sein. Hier drauf? Kommst du auch hier hoch, Marius? Und so baumeln lassen? Wir können mal alle Dinger also, wieder... Also merkst du mich genau. Und wieder durch die ja, Gegend. Ja, komm, ein bisschen bewegen tut gut. Dahin, du dahin bitte. Ich okay. Gehe gleich mittig und wir machen Bierdeckelchen. Oh, hier wären ja noch ganz andere Möglichkeiten mit dem Karo. Oh Gott, bitte nicht runterfallen. Boah, man hätte Stage-diven können in den Shantycore. Man muss ja immer noch was fürs nächste Mal haben. Setz dich hin. Ja. So. Ja, man wird nicht jünger, ne? Nee, man wird nicht jünger, Marius. Benji Pupenji? Wer hat die dünneren Beine? Du oder Udo Lindenberg? Udo, auf jeden oder Fall. Karl Lagerfeld? Oder ich würde jetzt auch noch dich mit ins Karl. Boot also nehmen. Karl Lagerfeld und Udo sind da gleich auf ungefähr, glaube ich, ja. Udo ist sehr dünn. Wahnsinnig dünn, ja. Der trägt jetzt wirklich wieder die Original. Ist das für dich ein Problem, dass der jetzt so dünn ist? Nee, bei Udo ist bist ja gar du noch neidisch? Auf ja, Udo ist kein Udo Problem, kann man nicht. Das ist ja Udos Message auch, kein Problem. Das ist wirklich wahr. Mit Udo ein Problem zu haben, das ist flexibel. Absolut rund. Ja, flexibel. Und wodurch hat er denn so wahnsinnig abgenommen jetzt, weil der gar nichts mehr macht? Einfach mal ein bisschen rennen und so, ne? Rennen. Ja. Ein bisschen dies nicht essen, das nicht essen und so, ne? Die geheime Kräutertees und so. Bei Udo hat er auch einfach geholfen, nicht zu saufen. Der hat jetzt nie so gegessen. Udo zum Beispiel war noch nie in seinem Leben essen. Das ist auch toll. Ja. Der weiß gar nicht, wie das geht. Wenn Leute so Udo richtig quälen wollen, dann mal so richtig schön essen gehen. Nee, so lieber so im Hauptbahnhof, irgendwie so im Stehen, im Liegen. Udo ist immer wichtig, dass man da, wo man isst, auch so irgendwie so nebenbei ein bisschen so Weltraumnahrung aus der Tube und so. Findet er grauenhaft essen. Kannst du Koks und Backpulver auf einen Meter Entfernung voneinander unterscheiden? Ja, am Preisschild. Hast du schon Anfragen als Werbetestimonial für Mineralwasser? Nee, ich warte stündlich drauf, eigentlich wäre toll, würde ich sofort machen. Ja, alles. Beschreib mal. Gibt doch wahnsinnig viel Geld, oder? Gibt viel Geld. Hast du schon mal Werbung gemacht? Also ich behaupte, es gibt weniger als man meint. Hast du schon mal, was noch schicker ist, eigentlich schon mal abgelehnt? Ja, irgendwie so, ich habe was denn, richtig, Chanel-Gesicht richtig, Hamburg? Ich habe richtig abgelehnt. Gute Dinge abgelehnt, aber ich muss auch dazu sagen. Gesicht Hamburg. Ja, ausweiten und Ostfriesland. Arschloch. Nein. Du bist ein Arschloch. Wieso darfst du eigentlich ein Arschloch zu mir sein und ich darf kein Arschloch zu dir sein? Das darfst du doch total. Ich bin doch kein Arschloch. Ich dachte was nur, hast du schon mal abgelehnt? Also, nein, das sage ich nicht. Aber ich habe etwas abgelehnt und ich habe deswegen nicht sofort abgelehnt, sondern überhaupt ein Angebot und ein Gespräch und hier und da gemacht, weil ich wissen wollte, wie viel ist es denn überhaupt, was man am Ende bekommt. Und es geht dann nicht, wie ich dachte, um Millionen. Nee. Wirklich aber nicht. Aber schon ein hoher dreistelliger Betrag, oder? Ein sechsstelliger Betrag. Immerhin. Aber für einen sechsstelligen Betrag finde ich, machst sich als Pappaufsteller, sich in jeden Puff aufstellen zu lassen, so ungefähr, das finde ich nicht gut. Nee, würde ich auch nicht die Beine breit machen. Läuft Udo Lindenberg wirklich nachts um die Alster oder ist das ein Mythos, der sich so hochgepusht hat? Ist eine Mischung. Er hat das jahrelang behauptet und es ist bei Udo immer so, dass er etwas so lange behauptet, bis es dann wahr wird. Während wir hier sitzen, könnte er sagen, ja, nur ein bisschen früh am Tag und so, aber dann könnte der gleich loslaufen. Das macht er wirklich. Der geht rennen und die anderen Sportarten sind unklar. Also, ihr habt doch so ein Geheimkanu in so einem Schilf liegen und so und dann oft nachts noch raus und so. Er hat Rollschuh, läuft auch noch Rollschuh. Zum Beispiel im Hotel, einfach um Leute zu verwirren und so. Ist natürlich toll. Der ist ja mit dir früher mal, als ihr eure WG hattet, sehr betrunken, du und er sehr betrunken, auch ins Schilf mit einem Kanu. Und du hast immer gesagt, ich bin Lichtschwimmer. Wir hatten so ein Boot. Ne? Und das war am Rondel und hinten war ja der Rondelteich. Weil damals wollte ja in Hamburg keiner in diesen Villen wohnen. Die wollten alle im Hochhaus wohnen. Die wollten alle wie die Amerikaner sein. Ne? Da waren diese Grindelhochhäuser, das war unglaublich begehrt. Und also wir lebten da alle und dann sind wir abends immer mit dem Ruderboot rausgetuckert. Ich habe gesagt, Udo, ich kann aber nicht schwimmen. Und er hat immer gesagt, oh, keine Sorge, ich bin Kapitän. Das hat Marius mir schon mal erzählt, da fing ja Udo an, sich selbst zu erfinden. Marius wusste natürlich, Udos Vater war Installateur und er kommt aus Münster. Münster, ja. Und genau. Udos Text aber war, ich bin, mein Vater ist zur See gefahren, ich bin auch Nordseekapitän und so Küstenjunge und so. Und da ging das los.
Und dann sind sie da zusammen rausgefahren und du hast ihn manchmal noch erlebt, wie er noch normal gesprochen hat. Ne? Ja, total. Das muss ein Riesenmoment gewesen sein, in der Nussschale diese Geschichte in jeder Hinsicht. Die beiden, kurz bevor sie berühmt werden, und Otto und spinnen sich das gegenseitig vor, wie wir das alle machen, aber die drei sind es geworden, das ist natürlich geil. Ziemlich toll. Und jetzt hören wir tolle Musik und ich freue mich so und würde erstmal einen riesen Applaus haben wollen, natürlich für Höchste Eisenbahn! Ich freue mich so. Ich wollte euch seit so langer Zeit schon einladen, weil es ist das zweite Album jetzt gerade rausgekommen und das ist genauso toll wie das erste Album. Wir hören jetzt einen Song, der heißt Blume vom neuen Album, aber bevor wir anfangen zu spielen, würde ich gerne diese Krone, Max Schröder, die du heute kriegst, weil du bist der erste Gast, der zum vierten Mal heute in der Sendung ist, immer in verschiedenen Konstellationen und immer anders drauf und sieht immer besser aus, von Mal zu Mal. Ich setze die auf, du kriegst sie gleich, wenn ihr fertig seid. Ja, gibt's gleich, als Belohnung. Wir freuen uns, Höchste Eisenbahn! Juhu! Ich weiß, dass Besitzen wollen das dunkelste Gefängnis ist. Ich lerne Seiten an mir kennen, die kennen mich nicht. Draußen ist alles da, auch wenn es niemand bezahlt hat. Der Himmel ist so hoch, wie ich je mit vier gemalt habe. Es ist Montag, jemand schiebt sein Sofa nach Hause. Nebenan auf dem Schulhof ist Pause. Seit ich dich kenne, hab ich keine Ruhe. Hey!
Grippi.